Okay, vielen Dank, Frau Kollegin Knell. Wie gewünscht, als Letzte in der Gruppe der Abgeordneten, Kollegin Arnold. Ich hatte es nicht vergessen. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Wortbeiträge von rechts und von links lasse ich jetzt mal unkommentiert. Ich glaube, da schenken wir uns alle ein kleines bisschen mehr Lebensqualität. Und darum geht es nämlich heute eigentlich auch. Die Menschen ernähren sich heute immer bewusster. Denn eine bewusstere und auch ausgewogenere Ernährung sorgt für ein gesünderes und längeres Leben, schont die Umwelt und stärkt die heimische Wirtschaft. Der Gang auf den Wochenmarkt oder der Besuch beim Bauern, beim Bäcker oder auch beim heimischen Metzger um die Ecke liegen bei den Menschen zurzeit voll im Trend. Und das ist auch gut so. Immer mehr Menschen wollen wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen, wie sie produziert werden und beim Kauf nach Möglichkeit lokale Unternehmen unterstützen. Regionale und transparente Wertschöpfungs- und Lieferketten sind längst ein Qualitätsmerkmal geworden, das die Konsumentscheidungen vieler Menschen maßgeblich beeinflusst. Und daher sehen wir in der Vermarktung von nachhaltig oder ökologisch produzierten und regionalen Lebensmitteln eine große Chance, sowohl für die Erzeugerinnen und Erzeuger als auch für den Tier- und Umweltschutz. Denn regionale Wertschöpfung sorgt nicht nur für mehr Transparenz und einen bewussteren Lebensmitteleinkauf. Es werden gleichzeitig auch weniger bis keine Lebendtiertransporte benötigt. Und dadurch, wir haben es heute schon angesprochen, sinkt die Belastung der Tiere und gleichzeitig auch der Ausstoß von Emissionen, die durch längere Transportwege bedingt würden. Und das Ziel der Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen ist daher, die regionalen Strukturen für regional und ökologisch erzeugte Lebensmittel in Hessen zu stärken und weiterzuentwickeln. Und dazu haben wir bereits eine ganze Reihe an Initiativen und Projekten gestartet. In engem Austausch mit den Erzeugerinnen und Erzeugern arbeiten wir so am Auf- und Ausbau von Angeboten der dezentralen Verarbeitung und Vermarktung. Bereits mit dem ersten Ökoaktionsplan 2014 bis 2019, verehrter Kollege John, nicht erst seit heute, konnten wir die Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktur für ökologische und auch konventionell erzeugte regionale Produkte in Hessen maßgeblich steigern. Und über Förderangebote wurden die regionalen Wertschöpfungsketten modernisiert und auch zukunftsfest gemacht. Und bereits gute Erfolge für eine gestärkte, dezentrale und regionale Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktur erzielt. Und an diesem Erfolgskonzept schließen wir mit dem Ökoaktionsplan 2020 bis 2025 an. Und entsprechend werden wir die Marktstrukturförderung sowie die Investitionsförderung zur Diversifizierung auch nach 2020 weiterführen, damit Landwirte unter anderem bei der Direktvermarktung auch weiterhin unterstützt werden. Wir setzen außerdem auf eine verstärkte Vernetzung der Akteure, konzeptionelle und organisatorische Unterstützung sowie die Nutzung digitaler Potenziale und innovativer Vermarktungsstrategien. Und hinzu kommen die Ökomodellregionen, auf deren Grundlage wir passgenau Strategien entlang der Stärken und Schwächen der einzelnen hessischen Regionen entwickeln können. So werden aus unserer Sicht Probleme individuell identifiziert und Potenziale vor Ort optimal genutzt. Eins am Rande. Ich habe eingangs erwähnt, dass bewusstere Ernährung bei den Menschen im Trend liegt. Diesen Trend haben das Land Hessen und auch die Marketinggesellschaft Gutes aus Hessen mit der Schaffung der Qualitätsmärkte geprüfte Qualität Hessen bereits seit 2003, das ist richtig, Vorschub geleistet. Aber das heißt ja nicht, dass es heute nicht mehr aktuell und auch erfolgreich läuft, sondern beweist genau, dass es eine gute Initiative war. Siegel wie diese Qualitätsmarke zeigen den Menschen,
dass es sich bei dem vorliegenden Produkt um qualitativ hochwertige und sichere Nahrungsmittel aus Hessen oder in Hessen produziert handelt. Das entspricht dem Zeitgeist und ermöglicht unseren Bürgerinnen und Bürgern eine qualifizierte Kaufentscheidung. Und ich möchte nun auch noch etwas näher auf den Bereich der Schlachtung eingehen. Es ist klar, dass für eine regionale Wertschöpfung neben Erzeugung und Vermarktung auch die Verarbeitung zentral ist. Und daher versteht es sich, dass wir auch sicherstellen müssen, dass vorhandene Schlachthöfe erhalten bleiben und dezentrale, kleinere Schlachtstätten die benötigte Unterstützung erhalten. Es kann nicht unser Ziel sein, die in Hessen regional aufgezogenen Tiere zur Schlachtung durch die halbe Republik zu fahren. Die hofnahe Schlachtung ist, ich habe es eingangs bereits erwähnt, dabei vor allem für die Vermeidung von langen Lebendtiertransporten sehr wichtig. Wir müssen daher Angebote, wie bereits vom Kollegen Müller angesprochen, wie die mobilen Schlachtstätten fördern und ausbauen. Und genau in diese Richtung geht z.B. auch das Förderprogramm Extrawurst aus dem Ökoaktionsplan oder auch der Einsatz mobiler Einrichtungen für die Geflügelschlachtung in der Wetterau. Nur so können regionale Kapazitäten auch optimal und tierfreundlich genutzt werden. Und wir werden uns daher auf EU-Ebene für eine rechtliche Verankerung der Zulassung von mobilen und teilmobilen Schlachteinheiten einsetzen, ohne Beschränkung auf einzelne Tierarten. Abschließend noch ein Punkt zum Thema Fleischverarbeitung. Im Zuge der Corona-Pandemie sind wir durch lokale Ausbrüche, die sich auf einzelne Produktionsstätten zurückführen lassen, auf gravierende Missstände in der industriellen Fleischverarbeitung gestoßen. Erst in der vergangenen Woche gab es eine deutschlandweite Razzia, an der rund 800 Beamte teilnahmen. Durchsuchungen gab es schwerpunktmäßig in den Geschäftsräumen der Fleischindustrie in Sachsen-Anhalt, in Niedersachsen, aber auch in Berlin, Sachsen und in Nordrhein-Westfalen. In den betroffenen Betrieben herrschten teils inakzeptable Arbeits- und Hygienebedingungen, die letztlich auch das Infektionsgeschehen begünstigt haben. Offenbar wurden gewerbsmäßige Arbeitskräfte illegal mit gefälschten Dokumenten aus Osteuropa eingeschleust. Und wir begrüßen es daher sehr, dass der Bund plant, mit einem Arbeitsschutzkontrollgesetz die Auflagen in der industriellen Fleischverarbeitung zu verschärfen, um solche Situationen zukünftig zu vermeiden und effektiver sanktionieren zu können. Gleichwohl müssen wir bei allem Verständnis für eine Aufdeckung krimineller Machenschaften in der Fleischindustrie darauf achten, dass kleine und mittelständische Betriebe des Fleischerhandwerks, von denen wir heute gesprochen haben, nicht ungewollt mit auf dem Scheiterhaufen landen. Der Gesetzgeber muss klar zwischen Großindustrie und unseren regionalen Erzeugerinnen und Erzeugern differenzieren, die nachhaltig und ökologisch produzieren und bei denen es sich häufig um familiengeführte Traditionsbetriebe handelt. Sie dürfen durch größere Auflagen für die Fleischindustrie nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Wir werden daher den Gesetzgebungsprozess genau beobachten und dabei die Lage der kleinen und auch der mittleren regionalen Erzeugerinnen und Erzeuger im Blick behalten. Dies alles, damit die Hessinnen und Hessen auch zukünftig darauf vertrauen können, dass es auf dem Wochenmarkt hochwertige, nachhaltige und regionale Produkte zu kaufen gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Arnold. Als nächstes hat die Staatsministerin Hinz das Wort für die Landesregierung. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir beobachten ja schon seit etlichen Jahren, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher regional und saisonal produzierte Lebensmittel kaufen, dass sie Wert darauf legen, solche Lebensmittel zu erhalten. Und nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass der Verkauf solcher Erzeugnisse nicht nur in Hessen, sondern im gesamten Bundesgebiet
Gebiet eine hohe Nachfrage erhalten hat. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir noch einmal einen Zahn zulegen dafür, dass wir tragfähige Strukturen haben, also die Möglichkeit, dass Betriebe das, was sie auf dem Acker produzieren, erzeugen, dann am Ende auch über die Verarbeitungsstrukturen in den Handel bekommen und die Verbraucherinnen und Verbraucher dieses kaufen können, dass wir solche tragfähigen Strukturen in Hessen herstellen. Und ich habe jedenfalls wahrgenommen aus der Debatte, dass alle Rednerinnen und Redner dafür waren, dass wir das hinkriegen. Und das ist ja schon einmal eine gute Voraussetzung dafür, dass wir in Hessen in der Regierung, die Koalition insgesamt, dafür dann auch eine Unterstützung erhält für diesen Kurs. Wir haben seit 2014 bereits an diesen Strukturen gearbeitet. Und, Herr Kollege John, das ist keine Bauernhofromantik, sondern das ist knallharte Veränderung politischer Rahmenbedingungen und damit einhergehend eine Veränderung der Förderstrukturen, damit die landwirtschaftlichen Betriebe das machen, dass sie hier bleiben in Hessen, dass sie ihre Existenz hier haben können, dass sie aber auch wissen, wohin ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse gehen, nämlich in die verarbeitenden Betriebe, die auch hier in Hessen ansässig sind. Und Frau Knell, ich weiß gar nicht, wie Sie zu der Idee kommen, dass Grüne was gegen die verarbeitenden Betriebe hier haben. Im Gegenteil, wir wollen, dass sie nicht nur in Hessen bleiben, sondern wir wollen, dass diese vor allen Dingen handwerklichen Betriebe in Hessen ausgebaut werden. Und das werden wir auch weiter unterstützen. Meine Damen und Herren, mit dem Ökoaktionsplan haben wir in Hessen in dieser Hinsicht auch schon vieles erreicht. Wir haben verschiedene Investitionen in zukunftsorientierte Projekte, z.B. in den Bereichen der Schlachtstätten, Molkereien und Käsereien tätigen können. Und das sind wichtige Bereiche, damit auch die Verbraucherinnen und Verbraucher tatsächlich auf regionale Lebensmittel zurückgreifen können. In Hessen entstehen jetzt flächendeckend Ökomodellregionen. Und nicht, weil ich als Ministerin das so wollte, sondern weil die landwirtschaftlichen Betriebe mitmachen, weil die Kreislandwirte mitmachen, weil die Landkreise mitmachen und weil die Verbände vor Ort das wirklich gut finden, weil sie nämlich damit eine Wertschöpfungskette herstellen können und beibehalten können in den Landkreisen. Das bedeutet auch Arbeitsplatzsicherung. Das bedeutet nicht nur besseres, gesundes Essen, Klimaschutz, sondern das bedeutet auch Arbeitsplätze sichern. Und ich glaube, dass das ein richtiger Weg ist, den wir in Hessen hier eingeschlagen haben. Hessen ist damit das erste Ökomodellland der Bundesrepublik geworden, und wir werden rund 31 Millionen € zur Verfügung haben für diese Ökomodellregionen. Und in diesen Ökomodellregionen ist es nicht nur angedacht, sondern auch angebahnt, dass z.B. regionale und saisonale Lebensmittel in den Schulkantinen ausgegeben werden. Das kann nur vor Ort entschieden werden. Und da müssen die Ketten hergehen, da müssen die Kontakte hergestellt werden, da müssen die Kooperationen stattfinden. Und dafür müssen die Leute vor Ort zusammenarbeiten. Und diese Strukturen stellen wir her. Und das klappt nur mit unserer Hilfe. Und daran arbeiten wir seit 2014 und nicht erst seit diesem Antrag. Aber wir machen das gerne noch deutlicher heute in der Debatte. Und wir werden auch künftig noch mehr Engagement in dieser Sache zeigen. Applaus
und die aktuellen Herausforderungen in der Nutztierhaltung, der Schlachtung und der Fleischverarbeitung. Das ist besonders in den letzten Monaten ja deutlich geworden. Tönnies war in aller Munde das schlechte Beispiel, an dem wir uns nicht orientieren wollen, hat gezeigt, dass es Zeit geworden ist, einen nachhaltigeren Weg zu nehmen. Wir wollen zurück zu einer regionalen Versorgung. Wir haben zum Beispiel die hessische Biomilch, deren Verarbeitung wir mit aktuell Investitionszuschüssen von über 7 Millionen Euro fördern, meine Damen und Herren. Und das sind im Wesentlichen die Landesmittel, die wir dafür einsetzen. Und der Neubau des neuen Standortes der Upländer Bauernmolkerei in Usseln sichert nicht nur Arbeitsplätze im Waldecker Upland, sondern er sichert auch den regionalen Biomilcherzeugern den Absatz ihrer Biomilch, das heißt den Landwirten, die vor Ort umgestellt haben, und sie bekommen dafür einen fairen Preis. Das ist wichtig und das ist richtig, meine Damen und Herren. Und im fleischverarbeitenden Gewerbe unterstützen wir tatkräftig. Im Schwalm-Eder-Kreis, das ist schon angeklungen, investiert z.B. gerade ein familiengeführtes kleines Unternehmen in den Aufbau eines neuen Schlachtbetriebes. Und auch wenn er schon länger geplant ist, ich konnte vor 2 Jahren den Bewilligungsbescheid übergeben, weil natürlich braucht auch ein familiengeführtes Unternehmen, wenn sie dann die Genehmigung haben, Geld dafür, weil sie es nicht alleine stemmen können. Und die Finanzierung haben wir sichergestellt. Und das ist auch eine gute Botschaft für diese Region da oben. Das Investitionsvolumen beträgt insgesamt 22 Millionen €. Das ist wirklich viel. Und diese mutigen Firmen müssen wir unterstützen. Auch im Bereich der Geflügelschlachtung konnte ich im Sommer diesen Jahres in Witzenhausen-Unterrieden einen Bewilligungsbescheid überbringen. Die Familie Roth schlachtet dort Bio-Frischgeflügel, aber auch konventionelles Geflügel für kleine Erzeuger in Lohnschlachtung. Das heißt, sie haben Tage, wo sie Biogeflügel machen und Tage, wo sie für den konventionellen Bereich schlachten. Und das ist richtig, weil es geht nicht darum, entweder die einen oder die anderen, sondern es geht um regionale Strukturen. Und das wollen wir unterstützen. Und es ist auch noch ein Zerlegebetrieb. Und wir haben anschließend die Möglichkeiten dort oben, dass auch noch die verarbeitenden Betriebe ansässig sind. Das heißt, man kann hinterher auch wirklich ein Produkt kaufen. Und ich glaube, das zeigt deutlich, welche Wertschöpfungsketten es in Hessen noch gibt und welche wir auch derzeit stärken und wo wir hinwollen. Und gerade auch in der Geflügelschlachtung erzielen wir in Hessen große Fortschritte hin zu mehr stressarmer und damit tierschutzgerechter Schlachtung. Die Ökomodellregion Wetterau leistet hier den hervorragenden Beitrag mit dem Projekt mobile Geflügelschlachtung, die wir aus dem Ökoaktionsplan gefördert haben. Und wir haben mit dem Projekt Extrawurst, das auch ein europäisches Innovationsprojekt war, das wir mit Landesmitteln zusätzlich fördern, die teilmobile Schlachtung von Rindern. Beide Projekte ist gemeinsam, dass die Tiere eben nicht mehr zu Schlachtstätten transportiert werden müssen, dass es auf der Weide geht, dass man es ausleihen kann und dass es möglich ist, dass andere, auch kleinere Betriebe, sich diese Strukturen zunutze machen. Also, es müssen auch nicht immer die großen Schlachtstätten sein, wenn auch die natürlich ebenso wichtig sind, aber es geht auch mit kleineren, dezentraleren Strukturen, die sogar noch stressarmer sind für die Tiere. Und das ist, glaube ich, auch ein Weg, den wir weitergehen sollten. Frau Staatsministerin, ich darf Sie an die Redezeit erinnern. Ich komme dann zum Schluss, meine Damen und Herren. Wir haben ein Projekt Kooperation Hessenfleisch, das zeigt in die Zukunft mit zwei
mit regional agierenden Metzgereien, Schlachtereien und anderen fleischverarbeitenden Unternehmen, die bei der Modernisierung und auch Neuerrichtung von Betriebsstätten finanziell unterstützt werden, die ebenfalls die Verarbeitungskette abbilden. Und wir haben mit der Marketinggesellschaft Gutes aus Hessen nicht nur eine etablierte Struktur, sondern auch eine Gesellschaft, die unter dem Dach ja auch echt hessisch hat, die eine Informations- und Vermarktungsplattform eingerichtet hat als Online-Plattform. Das heißt, wir gehen auch mit der Zeit auch in diesem ganzen Bereich. Und ich verspreche Ihnen, wir werden nicht nachlassen. Wir werden weiter daran arbeiten, dass wir mehr Tierwohl haben, dass wir mehr regionale und saisonale Lebensmittel auf den Tisch bekommen und dafür die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen weiter verbessern in Hessen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Hinz. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann können wir die beiden Anträge, sowohl den von CDU und Bündnis 90 die Grünen als auch den der AfD, in den ULA zur weiteren Beratung überweisen. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann machen wir das so.